Willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Wir sind hier bei der Schnellreise gelandet und wir sind jetzt auf dem Weg zur Rinderlandschlucht. In Tichenau. Okay. Ja, wollen einfach den Weg da entlang laufen. Ja. Aber ein bisschen Bammel habe ich jetzt schon, ne? Naja. Wir müssen ja einen Kadaver finden. Und dann eine Blutprobe entnehmen. Aber ich habe keinen Bock, dass mich da irgendein Wiesent da angreift oder so. Weil ich glaube, so ein starkes Gewehr habe ich gar nicht. Naja. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Wenn wir tot sind, sind wir tot. Ne? Können wir nichts machen. Gehen wir erstmal hier auf den Weg. Jetzt gehen wir übrigens dorthin, wo wir noch nie waren. Zu einem ganz neuen Punkt gehen wir jetzt. Lass mal hier den Wegpunkt weg. Irritiert mich hier. So. Los geht's. Warte mal, ich trinke erstmal kurz meinen Spezi. Ich werde wahrscheinlich mal schlucken hören. So klar ist das Mikro. Gehen und das Tablet steht auch schon drin oder im iPhone oder im Smartphone. Gehe zur Rinderlandschlucht. Ich lese mal Rinderlandschaft. Wo der Schlucht steht. Naja. Das nächste Abenteuer beginnt. Ja, toll, sie schreit schon wie sind. Na, noch eine Prumpfzeit. Wenn der bespringt er mich von hinten. Hätte ich festere Hosen anziehen sollen. Ich will nicht, dass er jetzt schon hier rumschreit. Alter, Warnruf. Alter, was ist jetzt ja. Ich habe Angst, ich will nicht dahin. Scheiße. Ich. Ach nee. Okay, jetzt wird's lustig. Ich laufe langsam. Born to be wild. Ich habe auch vorsichtshalber. Mein Gewehr. Ich habe keine Ahnung, ob das stark ist. Ob das genug stark. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob das stark genug ist für die Viecher. Hoffen wir mal. Kein Stress hier. Kein Bock drauf. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dahinter laufe, lauern die an jeder Ecke. Kann sein, dass ich mich jetzt da unterschrecke. Die Frage ist nur, wie komme ich da wieder zurück? Oh, da ist was. Da ist irgend so ein Gebiet wieder. Ich hoffe, kein Wiesentgebiet, was nicht. Sonst drehe ich um, gehe. Sieht aber so aus, ne? Ja, wie sind Bedürfnisgebiet? Oh nein. Ich glaube, hier ist es falsch, dass man. Da rennen sie. Gleich eine ganze Truppe. Wollte wie sind das? Haut bloß ab. Haut ab. Ich brauche gar nicht herkommen. Okay, die laufen da hoch. Da können sie auch bleiben. Nein, da ist noch einer. Alte viele. Können wir alle mal. Können wir alle weggehen da?
Ich glaube, ich muss von oben kommen. Ich glaube mal von oben. Also jetzt geht. Jetzt geht mir echt die Pumpe, ey. Obwohl das kein Horrorspiel ist. Boah, ich habe keinen Bock drauf, ey. Wir laufen hier lang. Das war nicht der Weg, aber ist mir scheißegal. Ich will ja nicht unbedingt hin. Wir müssen da durch. Oh. Muss es schaffen. Diese Brotprobe. Blutprobe. Mann. Wahrscheinlich bevor ich die Blutprobe nehme, bestimmt greift mich dann irgendwas an oder so. Weil die nicht wollen, dass ich da dran gehe oder sowas. Bestimmte Sinn dabei jetzt. Ich soll mir schön fernbleiben. Vor allem, wenn mir eine ganze Truppe da auftaucht. Wie soll ich denn die auf einmal da abschießen? Geht ja gar nicht. Okay. Ich renne jetzt einfach mal weiter. Ist davon was? Nee. Also, wenn ich irgendwas höre, bleibe ich sofort stehen. Ich glaube, da muss man ruhig sein. Und sie nicht bemerkbar machen. Bis jetzt ist noch alles gut. Noch alles gut, ist noch alles gut, ist noch alles gut. Ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Oh. Boah, ich habe echt keinen Bock drauf, ey. Aber ich muss. Jetzt fängt der Rotfuchs auch noch an. So, wir sind jetzt schon mal in Tichenau. In Tichenau sind wir ganz genau. Merkt schon, ich fange schon zum Reim an. Weil ich Angst habe. Achso, das ist nur ein Gebüsch. Ich seh schon Tiere, wo gar keine sind. Was ist das jetzt? Nee, achso. Okay. Wenn ich diese Spur habe, dann gehe ich über die Karte sofort wieder zu meinem Haus zurück. Da bin ich am sichersten. Was ist das da jetzt? Nee, da muss ich nicht hin. Komme ich da wieder hoch? Keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte mal im Weg bleiben. Was denn? Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Was ist das da? Das ist auch wieder so ein Gebiet, oder? Ah, Reh, okay. Ja gut, Rehe machen ja nichts. Ne? Es gibt auch eine Map, die ich auch gekauft habe als DLC. Da kann man Bären auch... oh Gott. Da kann man Bären, glaube ich, und Löwen auch erledigen. Das überlege ich mir noch. Ob ich das spiele. Wenn ich schon verwiesen, denn schon die große Scheiße. Ich glaube, Tiger sind auch dabei und so ein Zeug. Also richtige Raubtiere. So, hier ist auch noch mal so ein See. Aber ich muss hier lang. Und dunkel wird es auch. Das passt mir gar nicht. Ich bin ja nicht im Dunkeln hin. Vergiss es.
sehe ich ja nichts mehr. Das geht mir gerade noch ab. Warte mal, ich gehe mal hier zu diesem Teil dahin. Zu diesem Hochstand, da bin ich bestimmt sicher. Ich glaube nicht, dass am Hochstand irgendwas hochspringt. Schon gleich so ein Riesenviech. Also bis jetzt ist ruhig. Noch. Weiß nicht, was da noch kommt. Ja, ich sehe mit der Riesenspuren, ne? Ja, und wie sind? Sind da entlang gelaufen? Sehr witzig. Gott, wie weit ist das? Voll weit. Ist ja echt in der Prärie, ey. Da sieht man mal, wie groß überhaupt die Karte ist, ne? Im Spiel. Boah, ich meine immer, das sind mehrere. Ich will einfach nur zu diesem Hochstand kommen, da bin ich sicher. Also wenn mich hier irgendwas angreift, dann bin ich weg. Fenster. Weil so schnell kann ich nicht reagieren. Wenn irgendwas angerannt kommt oder so. Aber ich sehe nichts. Gehen wir ein bisschen da hoch. Die Steine. Nee, nee, nee. Oh Mann. Komm ich da hoch? Ach Mann, geh hoch da. Los, los, spring. Spring. Das sind Wiesende. Okay, wir warten, bis sie mal weg sind. Oh, oh, die laufen hier. Oh, oh. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht da. Bin ich anwesend? Ich schmecke nicht. Mich gibt's nicht. Oh Gott. Oder war das ein Nashorn? Nee, ne? Ich hau ab. Ich hoffe, der war taub, dass er mich nicht hört. Einfach weiterlaufen. Also bis jetzt hat mich noch nichts angegriffen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es das gibt hier. Keine Ahnung. Wenn da steht Warnruf, dann puh. Dann glaube ich, dass es passieren könnte. Bin mir aber nicht sicher. Also bevor ich hier irgendeinen Scheiß erzähle, weiß ich es nicht. Was? Da war doch was. Achso, wie sind da? Okay. Brummschrei, das heißt, der macht nichts. Der ist auch weiter weg. Jetzt muss ich mir auch hier die Augen offen halten. Und sich nichts anmerken lassen. Okay, jetzt sind wir am Aussichtspunkt. Jetzt, ich gehe mal auf den Weg. Gehe mal am Weg entlang. Ich glaube, da bin ich am sichersten. Wo ich irgendjemanden erschrecke oder so. Oh mein Gott. So. Okay. Schalala. Oh, bin ja so schocken. War nur ein Wind. Tichenau Ausguck. Ernstdorf. Okay. Wo muss ich jetzt hin?
Ja, ich muss hier lang, ne? Ah, da vorne ist irgendwie so ein Haus. Was ist das denn? Was ist das für ein Haus? Wanderdorf, Tichenau, okay. Ich dachte, da steht jetzt McDonald's oder so. Ich kann da mal hingehen, ans Haus. Vielleicht ist da irgendwas. Was ist das hier? Ein Brunnen. Aha. Kann ich da reingehen? Nee. Geht nicht. Muss da hoch, glaube ich. Na, auf jeden Fall ist da ein Weg. Das Augenhaus. Ja, gut, das Dorf, ne? So ein kleines Dorf. Da kann man bestimmt auch nicht reingehen. Nee. Oder? Doch. Doch, hier. Aber ich kann nicht innen rein. Was haben wir hier? Was steht da? Rinderland Schluchten. Oh, hier ist ein Wanderweg. Oh Gott. Okay. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Da gehen wir mal hin. Hier ist wieder ein, hier ist ein Klo. Plumpsklo. Denkt sogar eine Klopapierrolle. Na? Hoch mit dir. Hoch. 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 Hoch da. Los, zack, zack. Hier ist auch ein Fragezeichen. Okay. Dann gucken wir erstmal, was das Fragezeichen ist. Was sind das? Achso, ein Hochsitz, okay. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Also hier oben scheine ich sicher zu sein. Da ist wieder ein Aussichtspunkt und da kann man irgendwas gucken. Neuer Aussichtspunkt. There's more to see in Tichenau apart from Bandari's successful bison population. The Rindeland Gorge is a majestic natural landmark, worth a visit. Ach du Scheiße, haben wir da einen Haufen Fragezeichen. Ach du Hiebe Gott. Okay. So. Hier ist schon wieder ein Außenposten. Aha. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier in dieser Schlucht da. Jetzt muss ich einen Kadaver finden, oder was? Ach du Heilige. Ob ich ihn jemals finde. Oh, schreck mich nicht so. Nach Wiesent, was? Nach Wiesentpferden? Finde den Kadaver. Achso, okay. Ja, das weiß ich schon. Aber schreck mich nicht so. Boah, ich habe gerade echt Angst. Ich habe gerade noch mehr Angst als wie im Horrorspiel. Wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da Kadaver? Have you seen the bison yet? Such magnificent creatures. Bandari has worked miracles on the population size. We have to employ hunters like you to ensure it doesn't expand too quickly. You might say we've got a bull market on our hands. Hör mal auf, hier dauernd reinzureden. Du schreckst mich dauernd. Oh Mann. Oh. Blöd ist halt, hier ist auch noch alles zugepflanzt. Da muss man echt aufpassen, dass hier nichts kommt. I saw some tracks in that area earlier this morning. Ja, ja. I'll send the coordinates.
Kannst du aufhören zu reden? Immer wenn ich da rumlaufe? Schreck mich immer. Alter, jetzt mal ernsthaft, wie soll ich denn da Kadaver finden? Das ist ja rein Suchspiel gerade. Suchspiel mit Angst verbunden. Was ist das da? Oh, da liegt eins. Hoffentlich ist es tot, es schläft nicht nur. Oh Gott. Ich hoffe, das ist tot, ne? Nicht, dass ich jetzt hingehe und dann auf einmal... Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Hoffentlich schläfst du nicht. Oh, 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 oh. Nehmen wir erstmal hier... Atmet das noch? Nö. Ich glaube, das ist tot. Aber ich nehme schon mal mein Gewehr. Sicher ist sicher. Wer, das steht jetzt gleich auf, ey. Ah ne, guck mal, das blinkt. Ey, ich glaube, das ist tot. Oder? Ist tot, ne? Ja, okay, er ist tot. Ob was? Ich bin da. Bin da. Trophäe bestätigen. I'll let Bandotti know you retrieved a sample for him. Well done. Ah, wir haben es abgeschlossen. Cool. Und jetzt? Neue Mission verfügbar. Bandari 1. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Jetzt kommt nächste Mission, okay? Ich will hier nur noch weg. Jetzt kommt nichts mehr, oder was? Ah doch, hier. Meine armen Wiesende. Hoffentlich können wir die Ursache finden. Hilfe bitte bei meinen Nachforschungen. Gehe zur Rinderlandschlucht, entdecke ein Wiesent. Hab ich doch schon 1000 Mal entdeckt. Ich will nicht nochmal eins finden. Ach nee, bitte nicht. Ich will keins finden jetzt. Ach Mann. Also jetzt müssen wir wirklich ein lebendiges finden, ne? Ach du Heiliger. Okay, ich gehe jetzt noch zu diesem Aussichtspunkt und dann machen wir die Folge Schluss. Dann sind es wieder über 20 Minuten und ich kann nicht mehr. Das Spiel reicht mir jetzt schon wieder. Ganze Aufregung hier. Was ist da unten? Okay, ist wieder so ein komisches Gebiet wieder. Mal gucken, was es ist. Wildschwein bedürft das Gebiet. Die auch noch. Mann, ich will kein Wildschwein. Hört auf damit. Haben wir was? Ja, nicht, okay. Na gut, dann laufen wir jetzt mal in diesem Haus. Da oben ist auch wieder was. Was ist da? Achso, können wir zusammen, okay. Na, aber ich will jetzt auf jeden Fall noch zu diesem Haus kommen, weil dann kann ich immer dorthin laufen. Also Schnellreise immer dorthin machen. Dann muss ich nicht 1000 Mal dahin laufen. In die Schlucht. Das Blöde ist, ich muss auch noch ein lebendiges Wiesent noch finden, ne? Das passt mir ja gerade nicht. Ich will keins finden. Sonst greift es mich an.
Oh, hier ist ein Weg. Laufen wir mal einen Weg entlang. Und dann können wir in den nächsten Folgen wieder die ganzen Fragezeichen abklappern. Und diesem Gebiet, weil hier sind eine Menge. So. Okay, ich glaube, da kommt jetzt keins mehr. Ja, und da vorne ist es auch schon der Außenposten. Dann nehmen wir das noch an. Wunderbar. So. Neue Außenposten. Ja, schön. Und schon haben wir es. Jetzt haben wir 17.08 Uhr. Okay. Wie viel Geld haben wir? 6.700. Ja, ist aber gut. Da vorne ist auch gleich... ist auch gleich was, oder? Wie weit ist das? 100 Meter. Da laufen wir noch schnell hin und dann machen wir Feierabend. Für das Spiel. Können wir noch schnell hinlaufen. Das ist gleich hier um die Ecke. Und dann war's das wieder. Ein Wiesent kann man ja noch schnell entdecken dann. Beim nächsten Mal. Zerrt sich die Welt jetzt. So schwer ist es ja nicht. Ah, da ist irgendwas. Fragezeichen. Ah, da ist was. Wieder was zum Lesen. Haben wir wieder eine Info. Zum Abschluss noch eine Info. Zum Abschluss. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Über den Wiesent. Aha. In den 1870er Jahren wurden in den USA mehr Büffel getötet als in sonst irgendeinem Jahrzehnt. Am schlimmsten war es in den Jahren 1872, 73 und 74. Schätzungen zufolge wurden in diesen drei Jahren allein mehr als 4,5 Millionen Büffel abgeschlachtet. Die armen Tiere. Aber ich brauche doch, ich brauche keins. Jetzt. Und jetzt mal wieder Erfahrungspunkte bekommen. Vielleicht haben wir jetzt was frei wieder. Nein, okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, also hören wir uns, nicht sehen. Na gut, sehen vielleicht auch mal wieder. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge oder bei einem anderen weiteren Spiel hier bei meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.